Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines mit mir, dem Dre, hier auf dem Kanal The Northern Way of Life. Und wir weinen jetzt meine Autobahn-Ab- und Zufahrt mal ein. Und ich hoffe, dass da wirklich nur die LKW rüberfahren. So, Action. Au, anhalt nochmal. Strom. Der Strom muss hier noch verbunden werden. Kriege ich den da jetzt überhaupt noch verbunden? Über Umwege, wa? Ja. Ja, ja, um den Strom kümmere ich mich nochmal. Das kriege ich noch hin. Also, jetzt hoffe ich nur, dass die LKW auch tatsächlich die Möglichkeiten nutzen, die sie jetzt hier haben. So viele Möglichkeiten. Irgendwie tun sie es nicht. Wieso tun sie das nicht? Aha. Aha, aha, aha. Fahren sie denn auch rauf? Oder ab von der Autobahn darauf? Alter Vater, ey. Kann man den Straßen nicht irgendwie sagen, dass da keine LKW fahren sollen? Dass tatsächlich nur hier die LKW runterfahren sollen? Gibt's da hier nicht so was? Nee, das ist alles nur... Stadtviertel löschen, nee, nee. Okay, also sie fahren ja zumindest schon mal raus. Oh, und da kommt schon einer rein. Okay. Schon. Puh, Alter. Das wäre geil, wenn die LKW einfach nur hier längs fahren würden. Das würde das komplett entlasten. Weil sie dann ja direkt im Industriegebiet wären. Aber sie fahren zumindest schon mal raus. Das ist schon mal viel wert. Wenn sie jetzt noch reinfahren. Boah, die ganzen Müllwagen hier, Alter. Alter, kein Wunder, dass der Müll nicht abgeholt wird. Wenn die ganzen Müllwagen hier rum im Stau rumstehen. Übel. Boah, das staut sich aber. Vielleicht sollte ich das hier auch mal sechsspurig machen. Was haltet ihr denn davon? Ist das eine gute Idee? Da bin ich ganz von alleine drauf gekommen. Und zwar eine mit Bäumen. Weil hier ja Wohngebiet ist. Ach, jetzt fängt das wieder an. Stimmt, ich muss den Friedhof entleeren. Krematorium habe ich noch nicht, ne? Ja, ich muss den Friedhof da entleeren, weil sonst kann ich ihn ja nicht versetzen. Deswegen baue ich da jetzt einfach einen neuen und sage, einmal leer machen bitte. Wie viel sind denn da drinne? Knapp 1000, das geht ja. Das sollte ja eigentlich einigermaßen schnell gehen dann. So, damit ich den nämlich dann abreißen oder verkaufen. Kann man den verkaufen? Ne, nur abreißen, ne? Oder versetzen. Aber dann reiße ich den ab. Und damit ich dann hier diesen Engpass setzen oder vergrößern kann wieder. Auf sechsspurig. Habe ich hier oben? Ja, habe ich. Ach du Scheiße. Wie viel Kohle habe ich? 12. Kann ich einen Kredit aufnehmen? Darlehen. Könnte ich. Sollte ich. Sollte ich auch. Und zwar setze ich, ziehe ich, werde ich, muss ich, sollte ich. Ich ziehe jetzt hier diese Straße hin. Strom behaltet ihr aber, ne? Das ist trotzdem noch angebunden hier mit dem Strom, oder? Müllverbrennung kostet 30. 20 kann ich aufnehmen. Mache ich. Und dafür kriegt ihr dann eine Müllverbrennung. Wasser verbunden werden muss. Und die ans Stromnetz
angebunden wird. Ist doch verbunden, oder? Ja. So, und dann hoffe ich mal, dass die ganzen kleinen Müllwegelchen... Ja klar, sobald hier die leer gemacht wird, ist hier Holland in Not, ne? Okay. Wie sieht es eigentlich aus mit Einnahmen von 45 und Ausgaben von 41? Das Müllbudget liegt bei 120%. Der Deva hat mir gesagt, ich soll möglichst alles bei 100 oder unter 100 halten. Deswegen den Strom jetzt auch mal erstmal auf 100 setzen. Gucken. Bleibt okay. Ich weiß, dass sie hier fordern ohne Ende, aber ich will erstmal das, was ich habe, am Leben erhalten sozusagen. Ach guck, jetzt haben die hier hinten schon wieder ihre Stromsorgen. Dann sollt ihr ein Windrad kriegen, wenn ich genug Kohle habe. 6000, okay. Spulen wir mal ein bisschen vor. Kann ich hier überhaupt ein Windrad bauen? Nicht so sinnvoll, wa? Hier sollte ich... Hier könnte ich richtig einen Windpark bauen. Aber hier bringt es ja überhaupt gar nichts. Shit. Aber das Problem hatte ich letztes Mal auch, dass die da hinten keinen Strom gekriegt haben. Hier in der Ecke. Und jetzt wird der Müll auch nicht abgeholt. Was ist denn da los? So, wie macht sich mein Kreuz? Es staut. Es staut wahnsinnig. Alter, scheiße. War das jetzt so gut oder war das schlecht? Hier ist eine Ampel. Dafür ist jetzt... Ah, okay. Jetzt fahren sie hier nicht mehr runter, oder was? Ihr sollt euch aufteilen, Leute. Die LKW bitte hier runter und die normalen PKW auf der anderen Seite. Du Schande, ob das so clever war. Ja. Oh mein Gott. Alter Schwede. Der Friedhof ist leer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einmal... Nee. So. Nee, ich will dich nicht umsetzen. Ich will dich ver... Nee, verkaufen kann ich dich nicht. Abreißen. Ja, bitte. Jetzt hat der da oben keinen Strom mehr. Richtig, richtig. Nicht schön, aber selten. Obwohl, dann kann ich da oben direkt auch mal das Stromnetz verbinden. So. Und die Straße sechsspurig machen. Ups, shit. Ach komm, echt? Ah, jetzt. Okay. So, dann kann ich doch bestimmt mein Darlehen wieder zurückzahlen. Ja, gut. Ja. Vielleicht hätte ich hier einen Kreisel hinsetzen sollen. Habe ich vorgefertigte Kreisel? Wahrscheinlich nicht, ne? Der ist zu groß. Wenn ich den so ansetze, Ort ist bereits belegt. Ja, weil die Straße da sitzt. Aber dann könnte ich den da, den da. Das mache ich. Ha, das mache ich. Einmal kurz anhalten, bitte. Wie viel Geld habe ich denn? 8000. Ja. Ich hätte nichts speichern sollen. Jetzt ist zu spät.
Shit, da sind die Windräder im Weg. Ja, vielleicht. Was habe ich denn hier noch? Das müsste doch theoretisch reichen, oder? Zur Not müsste man das Ding halt einfach auf sechsspurig umbauen. Oder zumindest größer. Vierspurig würde vielleicht auch schon reichen. So, dann dafür muss ich diese Straße abreißen. Eieieiei, was mache ich hier? So, die bin ich dann. Was ist hier? Nicht genügend Geld. Ach, du Handwerk. Okay, dann mach mal ein bisschen. Kann ich nicht. Setz mal bitte erstmal nur da an, nur damit ich erstmal weiterlaufen lassen kann. Vielleicht speichern sollen. Jetzt staut es sich hier. Wieso fahrt die denn nicht einfach hier hin weiter und... Hat gar nichts gebracht, oder? Aber das ist doch auch zweispurig. Warum fahren denn nicht die, die daraus wollen, in dem inneren Kreis? Als wenn sie nicht wüssten, wie man so einen Kreisel benutzt. Was ist denn nur los? Na gut, okay. Wie viel Kohle habe ich? 17.000 schon wieder? Okay, sehr gut. Dann kommt diese Anbindung jetzt nämlich gleich hier ran und diese daran. Und dann gucke ich mir das Ganze nochmal an. Aber doch, eigentlich insgesamt sieht das doch schon so viel besser aus. Vielleicht sollte man es so lassen. Oder man probiert es halt aus. Probieren geht über Studieren. Oder so. Ist das alles auf einer Höhe? Ich kann das jetzt... hat eine leichte Neigung. Weg, weg, weg. Du auch weg, 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 weg. Bis dahin, sehr schön. Streets. Autobahner Ford. Hallo, kannst du da mal anbinden, bitte? Da mal an... da. Na gut, okay, ich muss ja nicht unbedingt diese... das muss ich ja nicht unbedingt so nutzen, wie es da ist. Ja, in so einem Bogen sollst du dann aber auch nicht ran. Ne? Warum ziehst du so einen krassen Bogen dabei? Das verstehe ich gerade nicht. Ist, glaube ich, nicht so optimal. Ja, genau, den Bogen, den hätte ich gern. Ja, so ist doch gut. Und dann einmal so einen Bogen. Ja. Gar nicht so einfach.
So, dann reißen wir das hier noch ab. Die Verbindung lasse ich. Ach shit, er hat gesagt, maximal 4 Anbindungen. Aber die Autobahn-Auf- und Zufahrten hast du als eine gezählt, ne, Deba? Kreisel nicht mehr als 4 Straßen anschließen. Autobahn-Zu- und Abfahrt zählen als eine. Okay, ja gut, dann sind das ja 4. Und dann geht das ja klar. Und bitte. Das sieht doch schon chaotisch aus. Shit. Wenn ich die Straßen jetzt noch vergrößere. Geht das? Kann ich das machen? Ach, shit. Jetzt machen sie da, das soll doch eigentlich einbahnstraßenmäßig sein. Aha, Steuerung Z, Steuerung Z. Warum geht das nicht? Oder geht das? Nee, geht nicht. Hätte mich auch sehr gewundert. Ja, Müll. Hier haben wir sehr viel... Oh Gott, haben wir hier sehr viel Müll. Warum haben wir denn jetzt schon wieder so viel Müll? Ja, weil die Mülldeponien sich nämlich langsam entleeren wieder. Das ist doch zum Heulen, ey. Spare ich jetzt eben auf die 30 oder nehme ich mir schnell einen Kredit? Ich nehme mir schnell einen Kredit. Setze die Müllverbrennungsanlage direkt daneben. Und hoffe, dass sie das jetzt mal in den Griff kriegen hier. Ich muss ja so nach und nach... Ist sie leer? Ja. So nach und nach nämlich die Mülldeponien will ich ersetzen. Gegen Müllverbrennung. Und ich glaube, die haben sogar... Müllfahrzeuge in Verwendung. 7 von 32. Warum denn nur 7? Setzt doch alles rein, was ihr habt, Jungs. 5 von 32. Leute, guckt euch das mal an. Wir haben hier riesige Müllprobleme. Alter, nein, das darf nicht wahr sein. Es passiert genau das, was vorher auch schon passiert ist. Okay, dann schmeiße ich die doch wieder an. Oh Gott. Die Müllkolonne hier, Alter, leck mich fett. Oh oh, und das Geld wird knapp. Weil die Leute abhauen. Oh mein Gott. Aber auch wieder überall, ne? Komplett Probleme mit Müll. Gibt's doch gar nicht. Während ich mich hier mit so einem Autobahnanbindungsgedöns... Aber es sieht doch tatsächlich sehr viel besser aus schon. Wie ist die Auslastung? Aber wir haben das komplett hier weggenommen. Das ist gut. Also ich will noch mindestens, weiß ich nicht, ein, zwei Verbrennungsanlagen bauen, bevor ich hier anfange, mich zu vergrößern. Weil, ey, ich habe ja das noch nicht mal im Griff. Wie soll ich denn dann noch mehr Leute handeln? Das ist nicht so einfach. Wie spät ist es eigentlich? Oh, okay. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier diese Session nochmal... Ja, im Grunde wiederholen muss und auch dadurch ein bisschen verschoben habe, kann ich leider die 2,5 Stunden, die ich eigentlich immer am Stück mache, diesmal nicht am Stück machen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Für euch nicht weiter schlimm, glaube ich, weil, Ach, du entleerst dich wieder, ne? Ja. Und schon haben wir hier nämlich Müllprobleme. Zum Kotzen ist das. Warum? Warum sind hier nur so wenig Müllfahrzeuge in Verwendung? Ach, kann das sein, dass ihr auch voll werdet, oder was? Müllreserven. Ihr könnt gar nicht so schnell verbrennen, wie die Leute produzieren, ne? Oh Gott. Also hier muss ich gleich noch eine ran. Dann will ich hier noch gleich eine Straßenverbindung schaffen. Das kann ich eigentlich mal machen. Genug Kohle ist da.
Boah, 17.000, ey. Ja, Müllberge. I know, I see. I see. Dann setze ich hier gleich noch eine Müllverbrennung mit ran. Wie viel habe ich? 8.000 jetzt nur noch. Ey, es ist besser. Hm. Mal gucken, ob ich damit durchkomme, wenn ich die Steuern so ein bisschen anziehe. Ihr wollt mehr Bauplätze. Ich weiß. Ihr habt aber alles vollgemüllt hier. Habe ich das Recycling eigentlich eingestellt? Oder? Steuerentlastung? Um Gottes Willen. Recycling, ja. Verringert Müllansammlung etwas. Ja, aber nicht genug, Leute. Nicht genug. Kostenloser Nahverkehr. Was kostet mich das? Dadurch kann ich den Straßenverkehr ja auch ein bisschen entlasten. So, was kostet mich das? Nahverkehr. ...722. Geht, oder? Kann man machen. Oh, jetzt sind euch die Steuern hier zu hoch. Aber ich habe die doch immer auf 13 gehabt und das war okay. Müll, Müll, Müll. Überall Müll. Das ist echt nicht wahr. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu unterbinden. Oder zu reduzieren. Extrem zu reduzieren. Vor allem sind sie eigentlich tatsächlich ja überall angebunden an die Müllabfuhr. Alles nicht so einfach, Leute. ...12.000 muss ich zurückzahlen. Nee. Nee, nee, ich spare noch ein bisschen, Jungs. Ich spare noch ein bisschen. Hier, das mit den Leuten hier ist auch merkwürdig, ne? Sie kommen und gehen, das ist ganz, ganz merkwürdig. Du entleerst dich schon wieder, oder was? Wie soll ich denn da jemals hinterherkommen? Hätte ich schon viel früher mit anfangen müssen, wa? Kreuzungen, die zu nah aneinander liegen. Meinst du, ich sollte hier keine Anbindung machen, oder was? Naja, aber es funktioniert doch ganz gut. Vor allem, wenn wir wegfliegen und nicht hingucken, dann funktioniert es auch ganz gut. Wasser. Und ich bin in den Miesen. Hi. Och, Kacke. Aber nicht lange, das geht fix, das geht fix. Und dann binde ich dich noch ans Stromnetz mit an. 720. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Don't panic.
Und wieder den miesen. Oh mein Gott. Hart am Limit. So könnte man auch die Folge nennen. Hart am Limit. Und voll. Das Ding ist direkt voll. Das ist ja echt krass. Wie sieht's denn aus? Okay, sieht aber jetzt insgesamt schon wieder besser aus. Noch so zwei, drei Stück davon und alles ist gut. Und dann muss ich nur noch zusehen, dass ich diese hier loswerde, die Mülldeponie. Weil die kosten ja auch jede Woche Geld. Das ist nur eine Übergangslösung. Auf lange Sicht gesehen will ich wirklich auf die Müllverbrennung setzen. Ach, guck an, da sinkt's wieder. Aber sie war halt sofort voll. Ich meine, gut, ist auch vorgespult und alles, aber... Gut, okay. Die Leute wollen in die Stadt ziehen, also sie wollen herziehen, sie wollen herkommen. Wollen wir ihnen die Möglichkeit dazu bieten? Zu wenig Geld. Ja. 6.900 bräuchte ich mal eben. Komm schon, das machen wir noch in dieser Folge. Gar nichts los. Wenn ich auch mehr Leute kriege, wir sind jetzt, wir dümpeln so bei 10.000, 11.000 rum. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Ich glaube, ich war schon bei mehr, ne? Muss ich ja. Okay, ich warte, bis ich so, weiß ich nicht, 7,5 habe, oder? Okay. Weil ich muss ja auch noch Wasserrohre legen. Oh. Ah. Und dafür habe ich... So. Hier wieder dicht besiedelte, natürlich. Das hier wird unser Hochhausviertel. Ist das überhaupt schon Viertel hier? Oh, 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 halt zurück. So, und schon entstehen hier wunderschöne Wohnungen. Ist das nicht schön? Das ist doch schön. Möchte ich hier noch irgendwie einen Park hinsetzen? Mitten rein am besten. Hier so? Ne, hier so. Da haben alle was von. So. Bling, 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 bling. Alles aufgewertet hier. Sehr, 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 sehr schön. Bling, 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 bling. Cool. Dann Brands. Da müssen die Ghostbusters wieder vorbeikommen. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Oder was? Oder nicht? Doch, sieht gut aus. Das ist noch gar kein Stadtviertel, ne? Ja, hier haben wir direkt mal ein Stadtviertel einweihen. Das komplette Ding hier wird ein Viertel. Zack. Ach, Höhen. Oh, ich habe Küken gelesen. Schade. Hikery-Höhen. Aber es wird doch. Das läuft besser als beim letzten Mal, muss ich mal einfach so sagen. Das Müllproblem arrangiert sich so nach und nach. Hier brauchen wir mehr Arbeiter, das ist okay. Das kriegen wir auch noch hin. Hier kommt noch so eine Müllverbrennung, kommt da noch mindestens mit dran. Wie sieht es eigentlich aus? Bist du wieder voll? Fast. Müllberge. Wo denn? Wo hast du denn jetzt noch Müllberge gesehen? Du lügst doch. Da ist ein Müllberg. Das ist doch... Das ist doch... Hier müsste ich eigentlich nochmal anbinden. Kann ich nicht einfach so... Shit. Ja, gut.
Und es wollen immer noch mehr... Oh, jetzt wird die Nachfrage nach allem gesteigert. Aber es kommen auch tatsächlich mehr Leute. Ja, mehr Leute. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt die... War das die siebte Folge? Ja, die siebte Folge. Eine mache ich heute noch. Dann hoffe ich, dass ich im Laufe der Woche noch dazu komme. Natürlich. Genau. Und dann gibt es morgen die nächste. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und gib mir ein paar Tipps, wie ich das mit dem Müll besser in den Griff kriege. Was muss ich verbessern? Ich meine, so insgesamt bin ich jetzt zufriedener als bei der letzten Session. Das kann man mal einfach so sagen. Hier, was soll ich hier machen? Soll ich hier, was kann ich hier verändern? Soll ich dieses, soll ich diese Anbindung wegnehmen? Wahrscheinlich. Okay, lass es mich wissen. Danke, bis zum nächsten Mal. Und, tschüss.